Yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video gehen wir mal wieder in ein paar Solo-Runden rein. Und der Gewinner in der Runde bekommt einfach 1000 V-Bucks. Es gibt aber zwei Optionen, wo man die 1000 V-Bucks nicht bekommt. Punkt Nummer 1, man ist toxisch gegenüber den anderen Spielern. Sind ja immerhin meine V-Bucks, da möchte ich die einfach nicht abgeben an toxische Personen. Change my mind. Und Punkt Nummer 2 ist, wenn man einfach nur die ganze Zeit campt. Weil, keine Ahnung, man muss sich das ja schon irgendwo ein bisschen verdienen. Und man muss ja schon einigermaßen so ein paar Kills machen. Sagen wir, 2 Kills reichen. Aber Bruder, die ganze Zeit einfach nur rumcampen bis zum Endfight und dann gewinnen, das ist für mich einfach irgendwie unverdient. Das ist wie wenn du Chef bist und du hast einen Angestellten, der gar nichts macht und du bezahlst dem einfach 5000 Euro im Monat. Würdest du das machen? Nein. Genau, so machen wir das auf jeden Fall, Leute. Ich habe auch eine sehr wichtige Neuigkeit. Eigentlich 2 Stück. Ich würde sagen, das bereden wir aber jetzt gleich in der Solo-Runde. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wir gehen direkt rein. Go, Junge. So, Leute, wie ihr seht, wir haben einen Kronensieg. Den können wir auf jeden Fall abgeben. Ich versuche mal dem Omega-Skin das zu geben, wenn er stehen bleiben würde. Ey, bleib mal stehen, Junge. Hallo. Ach, Digga, er haut die ganze Zeit ab, Junge. Es ist so schlecht. Hier vorne haben wir noch eine andere Person. Dann gebe ich einfach mal ihm den Kronensieg. Hallo. Bro, er ist auch nicht da. Warum sind die alle nicht da, Bro? Digga, es ist so schlecht. Hallo, bist du da? Ah ja, die Kronen kann man ja auch nicht mehr droppen, ne? Habe ich ja voll vergessen, Leute. Die haben das jetzt ab sofort rausgemacht. Ihr könnt einfach keine Krone mehr in Fortnite droppen. Finde ich absolut schade, dass sie das so gemacht haben, weil, keine Ahnung, man hat auch ab und zu mal in der Pre-Lobby die Krone einfach verteilt oder seinen Freund in der normalen Lobby halt eben am Anfang gedroppt, damit er seinen ersten Kronensieg oder sowas holt. Kann man jetzt leider nicht mehr machen. Finde ich halt irgendwie schade, aber ist uns jetzt eigentlich im Endeffekt auch egal. Wir lassen uns jetzt erstmal kurz am Anfang killen. Ich glaube nämlich in Frenzy Farm werden auch sehr, sehr viele Leute hingehen. Hoffe ich zumindest. Okay, 1, 2, 3, 4 Stück. Das müsste eigentlich reichen. Ich hoffe natürlich nur nicht, dass das Bots sind, aber da vorne ist auch einer, der hat schon den epischen Sieg geholt in der Runde. Ja, du sollst mich auch killen. Nee. Ich will sterben. Ich gehe jetzt in die Flammen rein. So. Let's go, Bro. Krone abgegeben. Dem Dude gucken wir jetzt zu. Nein, er ist direkt dead, Bro. Der hat sich bestimmt gedacht, was macht der Typ da? Warum stellt er sich gegen die Wand und holt sich noch Flammendamage? Ja, weil wir ein ehrenvoller Renegade Raider sind. Da unten ist ein Gegner. Lara Croft hat sogar schon Blue Life parat. Das war ein Ding. Boah, aber Glück gehabt. Wenn der Gegner jetzt richtig getroffen hätte und der hätte eine Havoc-Strotfinde gehabt, dann wäre der direkt weg gewesen, weil er hat nur 100 Leben und das ist einfach nicht viel. So, Leute, jetzt kommen wir aber erstmal zur ersten wichtigen Thematik, weil ich glaube, viel Action wird jetzt hier erstmal am Anfang nicht passieren. Wir gucken gerade den Dioxid-Key zu. Bruder, was ist das für ein Name? Jedenfalls, ich glaube, ein paar Stück von euch kennen dieses neue Spiel Only Up. Da gehst du die ganze Zeit nur nach oben. Das ist wie so ein Death Run, halt ein komplett anderes Spiel, aber wurde, glaube ich, auch mit der Unreal Engine 5 gemacht. Oder müssen wir jetzt nochmal kurz gucken, Leute? Wir bleiben ruhig. Das war's, glaube ich, mit dem Gegner. Das könnte aber auch ein Bot gewesen sein. Da war aber auch, glaube ich, eigentlich noch ein Aura-Skin. Oder habe ich mich jetzt hier versehen? Ja, kann auch sein, dass ich mich versehen habe. Ist egal. Jedenfalls gibt es eine Map, Leute. Die Only-Up-Map in Fortnite tatsächlich. Also, ich habe schon mal probiert, die Map zu schaffen. Ich habe gar nicht mal die allererste Sphäre geschafft. Da gibt es 4 Sphären, die man halt eben wie ein Deathrun hochmarschieren muss. Und, Leute, ich sag euch ehrlich, es wird niemand von euch schaffen, da oben hochzukommen. Weil das ist einfach so unfair und so schwer gemacht. Also ich finde es übel unfair. Aber wenn ihr richtige Maschinen seid in diesem Death Run und ihr schafft es wirklich... Das war wieder ein Bot, Digga. Jedenfalls, wenn ihr es schafft, bis nach ganz nach oben, dann macht davon TikTok-Video. Ich muss aber auch euren Namen sehen. Ihr müsst mich markieren in einem TikTok-Video und ich folge euch dann auf TikTok. Ich sag euch, wie es ist. Die Map hat nämlich die Sarah gebaut. Die saß da, glaube ich, irgendwie 14 Stunden oder sowas dran. Und das ist einfach nur eine Deathrun-Map. Ja, und wenn ihr es schafft, Leute, macht davon Video, markiert mich und ich folge euch direkt auf TikTok. Gar kein Problem. Weil viele von euch das immer haben wollen. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man das nicht schaffen kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich würde es auch eigentlich gar nicht probieren. Aber wenn ihr denkt, dass ihr das schafft, dann zeigt das. Ich glaub's nicht. Oder der ist ja voll schlecht. Was ist denn hier für Leute? Da kann man nicht bauen. Da kannst du, glaube ich, nur bauen, wenn du einen Boden playst. Und ich glaube, der Typ haut jetzt mit der Seilbahn da ab, ne? Oh mein Gott, Bro. Der wäre absolut One-Hit gewesen. Aber von links kam natürlich dann noch ein Kollege. Ich glaube, das ist ein Fokus-Skin. Das ist ein Schwitzer. Ja, ist Schwitzer, Digga. Ist Schwitzer. Bin gespannt, Leute, wie der Fight ausgehen wird. Wenigstens ist hier ein bisschen Action. Ich meine, wir haben jetzt gerade am Anfang ein paar Botty-Boys gesehen. Aber jetzt am Ende sieht man hier schon in Mega City, die bauen sich hier Empire State Buildings.
Er sprayt sich einfach komplett durch. Hat die Leviathan-Axt parat. Das heißt, er spielt jetzt schon mindestens seit circa 800 Tagen Fortnite, weil die das Erntewerk-Section jetzt, glaube ich, schon 800 Tage nicht mehr im Item-Shop drin war. Viele von euch wollen die haben. Es gibt aber momentan im Shop eine Axt. Das ist von diesem lachenden Bösewicht-Skin. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich blende den mal ein, wenn ich davon ein Bild habe. Davon die Hacke, die ist genauso animiert wie die Leviathan-Axt. Also von daher, die lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Ich spiele die sehr gerne, sehr oft. Hatte ich jetzt gerade auch tatsächlich in der Pre-Lobby gehabt. Und ich würde sagen, wenn wir gleich in die zweite Runde reingehen, dann werde ich das Erntewerkzeug auch auf jeden Fall nehmen und euch einfach mal zeigen. Aber von der Animation her ist es genau dieselbe Axt wie die Leviathan-Axt. Oh, da vorne ist ein Gegner. Ich glaube, das ist der. Nee, das ist ein anderer. Ich habe gedacht, das wäre einer gewesen, den er gerade weggelasert hat, der Spieler davor. Also der hätte den jetzt eigentlich komplett weglasern können. Normalerweise. Wenn er richtig getroffen hätte, dann hätte er den komplett weglasern können. Also wenn der gewinnt, der hat es dann auf jeden Fall verdient. Weil ein Kill hat er schon mal gemacht. Der pusht auch die Gegner. Anstatt die ganze Zeit zu chillen und zu campen. Schildcracky. Das war's, Bruder. Von daher, wenn der gewinnt, kann der auf jeden Fall gerne die 1000 V-Bucks haben. Müssen wir dann, glaube ich, nur später in die Wiederholung gehen und gucken, wie der Kollege heißt. Weil er hat halt Anonym-Modus drin. Benny Boy. Das ging aber nach hinten los mit Wände einnehmen, ne? Das ging aber richtig nach hinten los, Kollege. Was auch noch wichtig ist. Jedenfalls werde ich heute Abend auf jeden Fall streamen, beziehungsweise morgen früh. Ich weiß noch nicht, wann ich anfange. Und ich werde auf jeden Fall einen langen Stream machen. Lol, der Bot fährt einfach auch mit der Seilbahn? Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Guckt euch mal den Vogel da vorne an. Der fährt einfach mit Seilbahn, Herr Botti-Boy. Guck mal. Jetzt ist der runter. Ja, habe ich ja noch nie gesehen, dass die mit den Seilbahnen fahren können. Okay, Karte hat er hier parat. Die nimmt er jetzt, glaube ich, auch mit. Ja. Und jetzt muss er nur noch in den Tresor gehen und dann sich halt eben den babamäßigen Loot holen. Mit der Leviathan-Axt, Leute. Auf jeden Fall heute Abend oder morgen früh werde ich streamen. Morgen früh spätestens. Und wir machen auf jeden Fall einen fetten, langen Stream. Wenn ihr vorbeigucken wollt, Link ist unten im Bio. Wir werden auf jeden Fall zu 100% auch ein Freebuild-Turnier machen. Und wohl wahrscheinlich auch ein normales Turnier, wo jeder mitmachen kann, dass ihr da Bescheid wisst. Falls ihr mitmachen wollt, ich weiß ja nicht. Und ich glaube sogar, dass Xbox dran ist. Also, falls ihr Xbox-Spieler seid, dann könnt ihr da auf jeden Fall mitmischen. Wir machen dann, wie gesagt, ein Freebuild-Turnier nur für Xbox-Spieler. Vielleicht hauen wir auch noch einen für PlayStation hinterher. Da muss ich aber mal gucken. Ich glaube, hier vorne ist irgendwo ein Gegner. Ja, ja. Macht's jetzt einfach unsichtbar, ne? Ich bin gespannt. Auch ein Spray in der Hase. Oh, Digga, den hat der aber richtig gegeben, ne? Oh, da vorne ist ein Lama, Digga. Da hat er sich hier noch eiskalten Lama geholt. Holt er den sich nicht? Hä? Warum farmt er jetzt hier auch Metall? Verstehe ich nicht. So, weil da oben eine Chest war. Okay. Hä, als ob der wusste, dass da genau Mettnebel rauskommt. Da vorne sind ja auch noch diese Saufdinger. Die könnte er sich mitnehmen. Ja, macht er auch. Aber der holt sich einfach das Lama nicht, ne? Lama läuft da vorne, Digga. Er holt sich's nicht. Der wird eh gleich verschwinden. Den kriegt er nicht mehr. Ja, okay. Das Lama hat er jetzt aber auch nicht so unbedingt gebraucht, ne? Weil Materials hat er eigentlich schon fast voll. Der braucht nur ein bisschen Stein. Und Blue Life hat er auch voll. Der hat auch gute Waffen. So, deswegen, ja, vielleicht will der einfach nur den Rift haben, das kann auch sein. Nee, der will da vorne noch die mythischen Saft holen. Alter, hat der ein Glück. Jetzt bekommt er sogar noch den zweiten mythischen Saft. Also 4 Stück insgesamt. Also wenn der mit dem Loot jetzt gleich nicht gewinnt, auch wenn der nur eine blaue Havoc-Schrotflinte hat, obwohl die vollkommen ausreichend ist, dann sehr schlecht. Macht ihr ein bisschen Edit Flex, dies, das, okay. Jetzt leben auf jeden Fall jetzt nur noch 7 Spieler. Und so wie ich es sehe, oben rechts, ihr habt ja reingeschrieben in die Kommentare, dass das oben rechts, dass das die Kills sind, die er hier gemacht hat. Und wenn das stimmt, dann hat er in der Runde schon 7 Kills gemacht. Farmt sich jetzt hier noch ein paar Perks, die er sich mitnimmt. Rechts sind 4 Cones, da würde ich aufpassen, da kann nämlich genau ein Gegner drunter sein. Obwohl, nee, der ist da vorne jetzt weiter gemoved. Wer ist das denn? 32er geht auf jeden Fall mit dem mythischen rein. Das ist ein Zahnbürsten-Skin. Der macht sogar diese Feuerwerksdinger rein. Oh, Digga, der ist nicht schlecht, der Brudi. Der ist nicht schlecht. Da muss er aufpassen. Der baut auch sparsam, aber schlau, der Gegner. Der verwastet nicht die Materials. Ich bin einer, ich verwaste immer komplett. Ich baue immer Quattro Cinco Edit. Oh mein Gott, der hat die exotische Schrotflinte, Leute. Warum benutzt er die denn nicht? Verstehe ich nicht. Guck mal, der sprayt auf die Gebäude, obwohl der eine exotische Schrotflinte hat. Das macht gar keinen Sinn. Da kommt noch ein zweiter. Ja, das hat aber leider nichts gebracht jetzt hier. Also exotische Schrotflinte, nimmt er die mit? Nee, die spielt er auch nicht. Ich sag ja, die ist so underrated. Niemand weiß, dass diese Shotgun so gut ist, dass die irgendwie, die spielt wirklich niemand, ne? Das ist aber voll blöd. Die macht auf Kopf einfach 185. Und die hat nur einen einzigen Schuss. Also wenn ihr einmal mit diesem Schuss auf den Kopf trefft, dann ist direkt der 185er drin. Aber ich meine, muss jeder selber wissen, was er für eine Shotgun spielt. Aber das ist meine Favorite Shotgun, sage ich euch ehrlich. Das wäre auch eigentlich mal eine geile Videoidee, ne? Dass ich so 2, 3 Runden
Runden in Fortnite reingehe und wenn ich dann halt einmal diese exotische Schrotflinte bekomme, dass ich nur mit der exotischen Schrotflinte spiele. Bro, ich brauche nur die exotische Schrotflinte, kann dann 4 Heal-Stuff-Quellen mitnehmen. Ich würde alles auseinandernehmen, sag ich euch ehrlich. Das ist kein Geheimnis. Was ich auch noch erwähnt haben möchte, morgen kommt ein YouTube-Video von einem Dude, der mir 365 Tage auf Instagram geschrieben hat, dass er mit mir spielen möchte. Und nach einem Jahr habe ich den endlich in meine Lobby reingeholt und wir haben ein paar Runden Fortnite gespielt. Und da der sich so viel Mühe gegeben hat, habe ich ihm halt 13.500 V-Bucks versprochen, wenn wir den epischen Sieg einmal schaffen. Ob wir es geschafft haben, werdet ihr morgen sehen. Das Video dazu kommt auf jeden Fall dann morgen, ich denke mal so gegen 12 Uhr. Und natürlich sind wir morgen auch auf jeden Fall live, wo wir halt eben Xbox-Turniere und so weiter und so fort veranstalten werden, wo man auch ein paar V-Bucks. Und daraus werden natürlich auch YouTube-Videos gemacht, was hier auf dem Kanal gepostet wird. Deswegen seid gerne dabei. So, jetzt haben wir in der ersten Runde auf jeden Fall genug über so Thematiken geschnackt. Wir gucken uns jetzt das Gameplay an. Es leben jetzt nur noch 3 Spieler. Und natürlich gehen wir nach der Runde noch eine Runde rein, weil das ist noch nicht genug. Wir müssen ja auch erstmal gucken, ob derjenige hier überhaupt sich die 1000 V-Bucks entgegennehmen kann. Boah, der hat sogar den Season 3 Hängegleiter, ne? Das heißt, also der Siegesgleiter, das ist aus Season 3, Chapter 1. Das heißt, der spielt schon wirklich seit 2018, ne? Die Geschichte, Junge. Gönnt sich noch einen mythischen. Alter, der hatte 6 mythische Säfte mit. Jetzt hat er noch 5 Stück. Wenn der verliert bei 2 Gegnern nur noch, dann ist der schlecht. Der wird aber eh gewinnen. Erstens spielt der besser. Zweitens hat der Full Material. Drittens hat der viel mehr Blue Life. Und der ist jetzt auch schon Chillcrack. Ja, es gibt er sich nochmal einen mythischen. Und jetzt geht er auch auf Push. Das war's. Ja, das war's. Das heißt, wir gehen in die Wiederholung, gucken, wie der Dude heißt. Ich add den dann und dann werden wir sehen. Alf Pinto 76 heißt der Typ hier. Okay. Ich finde das auch immer komisch, wenn du in den Wiederholungen gehst, dann verschwindet das hier manchmal nicht. Deswegen sage ich immer, wenn man bei mir in der Freundesliste drin ist und man sieht, dass ich gerade im Wiederholungsbereich drin bin, dann soll man mir bitte keine Einladungen schicken, weil wenn ich ein Thumbnail raushole aus den Wiederholungen und hier links steht dann, der und der hat dich eingeladen und das verschwindet halt einfach nicht, da muss ich nochmal aus den Wiederholungen rausgehen, nochmal reingehen und genaue Zeitangabe machen und die genaue Position und alles wieder vernünftig einstellen. Und meistens lösche ich die Leute, die mich halt eben einladen, wenn ich in den Wiederholungsbereich bin. Ich hoffe, dass man mich da aber auch verstehen kann. Aber es sieht so aus, als wenn der Typ mich nicht annimmt, ne? Ne, der nimmt mich nicht an, Leute. Ich kann den nur blockieren. Ja gut, wenn er nicht annimmt, gehen wir in die zweite Runde rein, machen wir 2000 V-Bucks. Blockiere den Typen trotzdem. Ihr seht ja, er hat immer noch nicht angenommen, weil ich nicht möchte, dass da eine ausstehende Freundschaftsanfrage bei irgendwem steht. So, jetzt kann ich den wieder hinzufügen oder blockieren. Ich würde sagen, wir gehen raus in die zweite Runde rein. Let's go. Okay, Leute, zweite Runde. Son Goku ist am Start. Ich würde sagen, wir gehen nach Slappish. Obwohl, nee, wir gehen nach Brutal Bastion. Goldene Stadt, da werden viele Spieler landen, sage ich dir, wie es ist. Seht ihr, ich habe doch gesagt, ein paar Spieler kommen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück an der Anzahl. Oder ich glaube sogar 7 Stück. Da sind auch bestimmt Bot bei, aber kann uns ja egal sein. Schlag hier mein Zelt auf, Leute. Und wenn man hier mich nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Okay, da vorne ist einer. Da oben drauf ist einer. Der sieht mich auch komischerweise nicht. Da hinten waren, glaube ich, auch so 2 Stück. Und hier links auf der Seite müsste auch einer sein. Okay, hier sind 2 Stück. Ich korrigiere die Fighten sogar gerade. Und links kommt sogar noch ein Auto. Okay, da vorne ist einer. Der sieht mich aber immer noch nicht. Der hat aber auch nicht zu uns geguckt, ne? Leute, ich sag euch ehrlich, ich gehe jetzt zu dem Typen hin und dann lasse ich mich killen. Boah, er trifft einfach nicht. Oh mein Gott, wie schlecht. Der kann doch nicht gewinnen. Okay, die Fahrt geht weiter. Ich bin gespannt, ob der gegen den Strandbomber hier gewinnen wird. Schöner Hit auf jeden Fall gewesen. Aber gerade bei mir hat der gar nichts getroffen. Ja. Also ich sag dir ehrlich, ich find gut, dass der gestorben ist. Der hat auch gar nicht gemerkt, dass ich nichts machen würde, ne? Der hat's gar nicht gemerkt, der hat mich einfach instant gekillt, dem war's voll egal. Leider hat der Typ auch wieder Anonym-Modus drinne. Meistens ist es halt einfach leider so, dass die Leute, die Anonym-Modus drinne haben und dann am Ende gewinnen, dass die halt einfach nicht annehmen werden. Deswegen haben sie auch Anonym-Modus drinne, damit niemand weiß, was das für Spieler sind, wie die heißen. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass der Typ Double-Movement hat und der spielt auch hundertprozentig auf Maus und Tastatur. Hier sind die Boards, holt die Sicht? Ne, da vorne ist ein Gegner. Travis Scott, Bro! Mit Galaxy-Picke sogar! Bro, er verliert einfach! Habe ich jetzt gar nicht gedacht! Er hat einfach Travis Scott Ops genommen, Junge. Und Travis war, glaube ich, ein guter Spieler. Okay, da holt sich jetzt ein anderer die Bot. Der macht den Geier-Modus. Aber ich glaube, der Gegner, der sich die Bots geholt hat, der ist nicht gut. Er trifft nicht. Nein, Bro. Jetzt hat er getroffen, okay. Ein 128er war drin. Er versucht Triple Edit. Hat leider nicht gesessen.
Mit 19 Leben hat er die Geschichte noch geklärt. Das war aber megamäßig knapp, ne? Sage ich euch ganz ehrlich. Karte liegt da auf jeden Fall. Die kann er sich holen. Da kann er in den Tresor reingehen. Perfekt. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle: Warum nimmt der nicht die Karte? Und wieso geht der nicht in den Tresor rein? Hier oben liegt doch noch die Karte, Bro. Und da ist doch der Tresor, der noch zu ist. Wo er mythischen Saft rausbekommen würde. Und die mythische Drumgun. Er holt die sich einfach nicht. Oh, hier ist nur eine Herausforderung, die er abschließen muss. Aber ich glaube, das ist ein Controller-Spieler, der mal so zwischendurch ab und zu einfach spielt. Boah, er klippt ihn einfach. Boah, der war nicht schlecht, Alter. Okay, jetzt hat er den. Den hat er. Den hat der doch, Junge. Richtig gut, Bro. Ja, aber der muss langsam mal in die Zone, weil so langsam kommen die dicken Tick. Aber so übel krass gut ist der jetzt nicht, ne? Aber der hat halt eben schon jetzt 4 Kills, glaube ich, gemacht. Und vor allem, der spielt auch die mythische Pistole, ne? Das sagt eigentlich einiges aus. Ich bin gespannt. Okay, Loot Island ist bei ihm hier vorne. Da vorne könnte der sich auch nochmal einen Tresor holen. Der hat aber, glaube ich, gar keine Ahnung, dass man in diese Tresore mit dieser Tresorkarte reinkommt. Oder er hat es einfach gerade vergessen. Ich weiß es nicht. Und der hat sogar eine Krone parat. Das heißt, wenn er die Runde gewinnt, bekommt er auf jeden Fall einen Kronensieg dazu. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass die letzten Gegner wieder Bots sind. Wir gehen mal einmal kurz gucken. Okay, das ist auf jeden Fall ein normaler Spieler. Ja. Marky Boy, auch ein normaler Spieler. Mr. Rona, das ist ein Bot. Das siehst du auch am Loot. Und The Flasho 714. Das ist auf jeden Fall ein normaler Spieler. Aber cringe Kombination, die er sich da gemacht hat. Und Forrest ist hier. Das ist auch ein normaler Spieler. Okay, und dann sind wir jetzt hier wieder beim anonymen Dude. Und da kommt der eine Typ, der gerade bei Loot Island oben drauf war. Ich bin gespannt. Ja, schön. Auf jeden Fall ein 80er drinne gewesen. Ne? Oh mein Gott, er macht einfach Triple Quattro Milatro Edits. Er den einfach Fullbox. Bro, der spielt wirklich stark, ne? Okay, von links, Bruder. Sehr heftiger Laser auf jeden Fall. Schafft sich auch gar nicht mehr zu healen, ne? Weil er jetzt die ganze Zeit mit der Pistole sprayen wird. Ich glaube, das war's, Bro. Und der Gegner ist auch ein Schwitzer, Junge. Alter, wie kann man so unlucky sein, Bruder? Im Endeffekt hat er jetzt nur gewonnen, weil der einen dicken Laser gegeben hat, 160 Damage gemacht hat und der Typ sich von gerade eben nicht healen konnte. Deswegen hat er jetzt gewonnen. GG macht er. Aber ist ein Ehrenmann, Digga. Ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Das ist ein Ehrenmann. Und da hat er auch gewonnen. Die wurden vom Sturm erfasst. Klatscht den. Ja, okay, Bruder. So lustig ist er auf jeden Fall am Start. Oh mein Gott, okay. Okay, Leute. Freundschaftsanfrage haben wir jetzt auf jeden Fall geschickt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wird er annehmen? Geb ihm auf jeden Fall jetzt noch die 40 Sekunden hier Zeit. Das ist ja alle Zeit der Welt. Und er hat sogar angenommen, Junge. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Are you German? Jawohl, ich spreche in Deutsch sehr gut, meine Freunde. Wie geht's, Digga? Mir geht's gut. Und dir? Sehr gut, dankeschön. Hast du das in der Schule gelernt? Ja, ich habe sehr viel auf die Schule gelernt. Aber Deutsch? Ich bin sehr vielen Jahren. Ich glaube, 5 Jahren. Und ich habe so viel vergessen. Ach, krass. Das hört ja, sich aber gut an. Sehr dankeschön, mein Bruder. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass du 2000 V-Bucks gewonnen hast, weil du die letzte Runde gewonnen hast. Das ist so geil, Bruder. Ich bin so froh davon. Sehr schön. Okay. Ich würde dir das dann in circa 3 Tagen irgendwas aus dem Itemshop schicken. Ist das okay? Klar. Das ist so geil. Und du bist wirklich nicht pur Deutsch? Nein, ich bin von Dänemark, mein Bruder. Ach so, von Dänemark. Aber krass, Alter, ja. Heftig. Okay, Bro, das wollte ich eigentlich nur... Wie bedeutet so krass und heftig? Was das bedeutet? Ja. Cool. Ah, okay, cool. Stark. Cool. Stark, okay, okay. Genau sowas. So, have a nice day. Enjoy. YouTube, guys, see you later. Bye, bye. Bye. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Der Typ kriegt ja in 48 Stunden etwas. Haut da rein.